So, damit moin moin, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Trans 2004. Wir fahren heute auf der Strecke im Köpitzer Bergland, einer fiktiven Strecke von Aerosoft, mit der Baureihe 643 von RSSLO und fahren heute bis nach St. Rudolf. Bremse lösen, Motor starten. Das war jetzt nicht so klug. Okay, Leute, ich würde sagen, es backt nicht gut. So, wir rüsten den Triebwagen auf, PCB ein, Siefer ein, wieder Speicherbremse ist gelöst, normale Bremse ist gelöst. Wir öffnen die Türen. Sodass die Fahrgäste zusteigen können und werden dann auch gleich abfahren über eine sehr, sehr schöne Nebenbahn und dann unser Ausfahrsignal kündigt schon an. Wir fahren dann ab. Instrumentenbeleuchtung. Gut, ich würde sagen, wir fackeln gar nicht so lange in heißen Brei. Und fahren direkt ab. Während das Ding hier abfährt, langsam, werde ich mal schnell noch den Zugpunkt machen. Einschalten. Wir wollen Kanal 69. Enter. Zugnummer ist die lalalala. Fertig, ja, nicht so schnell, nicht so schnell. So, dann wollen wir uns mal anmelden. Und Anmeldung ist erfolgt, wir sind auch im Zugpunkt drin. Unser nächster Fahrplan, wie es gehört, ist Rinkenstadt. Würde ich sagen, geben wir mal Gas. Ich gebe Gas, ich habe Spaß. Ich gebe Gas, ich habe Spaß. Und wenn ihr mehr vom Köpnitzer Bergland sehen wollt, also wir fahren jetzt natürlich nur in den Nebenbahnen, dass ihr mal so einen kleinen Vorgeschmack darauf bekommt, wie das eigentlich ist. Zu der Nebenbahn muss man halt noch sagen, dass die lange nicht restauriert wurde. So steht es zumindest in der Story drin. Nein, keine Sieferzwangse. Dass die Strecke halt lange nicht restauriert wurde und deswegen ein wenig baufällig ist. Das merkt ihr auch. Der Zug ruckelt und schuckelt, was da Zeug hält. Ah, ich habe die ZZA vollkommen vergessen. Die müssen wir ja auch noch einstellen. Ersatzzug. So. Ey, du blöder LKW, dich überhole ich. Was soll die Scheiße? Hier wird nicht ein Zug überholt, das geht gar nicht. Okay, Spaß, ich kann ja eh nichts dagegen machen. Ja, Leute, hier seht ihr mal, wie sehr unsere Politiker an die Verkehrswende auf der Schiene interessiert sind. Wir fahren hier mit 50 normaler Sätze. Ich gehe jetzt mal auf Normalgeschwindigkeit, dass es mal realistisch wird. Ja, aber Leute, das sind unsere Politiker Verkehrswende. Das Strecken reaktiviert werden mit 50 km/h Höchstgeschwindigkeit. Was ist denn das? Gott, sieht die Strecke verfallen aus, Junge. So, 80, ne? Jo. Dann werden wir mal ein bisschen beschleunigen.
Wir fahren irgendwo nach da drüben, genau. Leute, es ist auch das Letzte, was ich heute am Freitag aufnehme. Montag kommt nämlich kein Video, deswegen kommen heute zwei, gleich im Doppelpack. Im ersten versteht man mich nicht, weil der Sound gesponnen hat. Hier habe ich jetzt mal ein bisschen was angepasst. Ich habe mal meine Sprachlautstärke um 30 Dezibel verstärkt, dass man mich mal ein bisschen besser versteht hier. Wenn es zu laut sein sollte, bitte in die Kommis schreiben. Ich passe immer noch den Sound an. Ich arbeite immer noch an der optimalen Einstellung. Boah, ich habe gerade gedacht, das Spiel stürzt gerade ab. Speichern wir mal. Ja, das ist das Geilste. Kein Signal an der Strecke, wo es sich nicht mal lohnt, so schnell zu fahren. Warum? Fucking nochmal, warum? Digga, ihr müsst euch mal überlegen, kein Signal an so einer verfallenen alten Strecke, Junge. Was ist passiert? Oh nein, jetzt dürfen wir nur 45 fahren. Oder doch nicht? Nein, ich hab's noch gerettet bekommen. Ich hab's gerettet bekommen, Leute. Mal wieder ein bisschen Gas, weil hier gibt es bergauf nämlich. Oh, ey, wirklich Aerosoft, habt das schön gemacht, die Strecke ist gut geworden. Nein, nicht auf dem Viadukt. Jeder Ort wäre mir lieber gewesen, außer dieses Kack-Viadukt, Alter. Das ist nämlich mega schön. So, da vorne ist der nächste Tunnel. Wenn ihr mehr von der Strecke Köpitzer Bergland sehen wollt, lasst gerne positive Bewertungen da, ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und würde mir auch zeigen, dass ich mir die Strecke nicht ohne Grund um Sale gekauft habe. Vielen Dank dafür.
ich nehme noch mit. Ja, Leute, ich glaube, also das andere Let's Play lade ich einfach hoch und schreibe ran, dass es stumm ist. Weil man mich dann nicht versteht. Also, ich habe keinen Bock, das jetzt nochmal neu aufzunehmen. Müsste mich ja auch verstehen. Ich habe jetzt einen langen Schultag, sitze jetzt immer noch an meinem Computer. Vielleicht kommt nachher noch eine Baufolge, wo ich ein bisschen rumbaue auf meiner Karte. Muss ich mal gucken, was die Zeit sagt. Ist das Köpnitzer Bergland schön, es ist schön, es ist schön. La 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 und es zuckt schön. Keine Traktionssperre. Pfui, 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 keine Traktionssperre. Sind das eigentlich 3D-Bäume? Nein, es sind 2D-Bäume, die gesplittert sind. Cool. Wartet mal kurz. Wenn wir das hier unten mal in Ruhe ansehen, was ist das denn hier? Ach, das ist eine geile Straßenbrücke, cool. Könnte mal eine Kleinbahn gewesen sein, die hier lang ging. Cool. So, nächster Tunnel. Einer der letzten Tunnel. So, und hier sieht man dann den Rest
Oh, cool, hier ist die alte. Ja, Leute, hier seht ihr den Überrest von der alten Strecke. Oh, fuck, nicht gut. Rechts geht's weg zum Sägewerk. Können wir auch mal mit dem Güterzug erfahren, alles hier. Muss ich dann aber vorher ein Szenario für erstellen. So, wir sind jetzt gleich in Rinkenstadt. Von links kommt jetzt ein Überrest einer alten Strecke hoch. Das hier hätten sie auch anders machen können mit der scheiß Weiche. Ganz ehrlich. So, jetzt geht's hier mit 40 den Berg hoch. Boah, Junge, die kann man gar nicht 60 fahren, weil die Gleise so schlecht sind. Hier Neigetechnik, das wäre ein Segen, Junge. So, nächstes Vorsignal angekündigt. Oh nee, das ist nur eine Vorsignaltafel, ich hasse ihn. Vorsignaltafeln sind immer ekelhaft. Oh. So, da wir der einzige Zug sind, der hier heute seine Kreise fröhlich zieht. Okay, die 40 haben mich denn doch jetzt überrascht tatsächlich. Junge, ey, das wackelt hier wie ein... Oh Mann, ey. Ein bisschen besser hätten sie die Strecke schon verlegen können, muss ich ehrlich sagen hier. Das ist ja noch schlimmer als nach Hosfeld das Ende. Weil da haben sie wenigstens 10 km/h rangeschrieben und die gesichert. Na, hier rast sie ja mit 40 drüber zum Teil. Das ist unerträglich. Und selbst für eine Museumsbahn ist das schon unbequem trassiert hier. So, wir haben da hinten Weiterfahrt. Ja. Mit einem Flügel. Das bedeutet, wir können auf die Tube drücken. Oh, der Floh lustig. Nee, nur die Spinnen und so. Nee. So, wir fahren jetzt auf den Teil der Strecke, der neu ist. Nämlich hier, das ist alles neu gemacht worden, die Rinkentalbahn, auch genannt. Das könnt ihr beim lieben von der lieben Steuerwagenschmiede hier holen. Euch. 80, Abfahrt. Jetzt ist es auch nicht mehr weit bis Sankt-Ruhr, weil jetzt kann man ja schneller fahren wenigstens mal. Nicht mit irgendwelchen Schnarchengeschwindigkeiten, wo man ewig nicht vorankommt. Ja, wie gesagt, lasst gerne mal eine positive Bewertung da. Wenn euch die Strecke gefällt, dann mache ich öfters hier hin. Fahre ich hier öfters? Weil die Rhein-Main-S-Bahn haben wir jetzt abgehakt mit dem letzten Let's Play. Da habt ihr alles gesehen, was mittlerweile was zur Verfügung steht. Und wir können ja gerne noch mal das Köpitzer Bergland erkunden zusammen. Also das ist ja kein Problem für mich. Ich bin ja sehr flexibel. Wir sind so eine Großzahl an Strecken für den deutschen Raum, auch eine Großzahl an Rollmaterial. Das heißt, ich bin da nicht gebunden an dem, was ich für euch auswählen kann. Wir können auch mal auf der Rodachtalbahn fahren, das ist auch kein Problem. Die Rodachtalbahn von Schienbus finde ich tatsächlich sehr, sehr gut, muss ich ehrlich sagen, weil ich die sehr, sehr gut dekoriert finde. Ich habe gesehen, mein Versuch, Live in the Woods zu machen, ist nicht so gut angekommen. Daher lege ich das wieder auf Eis. Das mit dem Anno 1900, das lege ich wieder auf Eis, das Projekt. Also vielleicht haue ich, wenn ich dann so 100 Abonnenten habe, nochmal als Special so eine Folge raus, aber
Wahrscheinlich doch eher nicht. Also stellt euch darauf ein, dass es kein Anno 1900 mehr gibt bei mir. Also Minecraft-Variante. Wenn es irgendwann so ein Spiel gibt, was so heißt, können wir nochmal drüber reden. Aber bis dahin, wenn der Zuspruch nicht kommt, werde ich das nicht mehr machen. Weil ich sehe das nicht ein, unnütze Zeit in einem Let's Play zu widmen, was gar keiner guckt. Das Einzige, was tatsächlich noch kommen wird, ist diese Redstone-Tutorial-Reihe und dann vielleicht noch ein Lava-Run, um zu gucken, ob das doch besser ankommt. Aber bis dato sieht es nicht so aus, als würde Minecraft dauerhaft auf diesem Kanal kommen. Weil es bekommt ja weniger Aufrufe als alles andere, was ich mache. Und das finde ich leicht schade, dass eine Community mir nicht zeigt, was sie eindeutig haben. Über alles hat irgendwie so gleich viel, aber dieser Filmausschnitt hatte schon relativ viel, aber auch nicht so viel, dass ich das nochmal mache dafür, weil das kann bis zu Strike finden. Darauf habe ich keinen Bock tatsächlich. So, wir sind gleich in St. Rudolf. Wir rollen einmal durch. Von der Bahnsteigkante wegtreten, danke. Was ich auch schade finde, dass der Bahndamm so breit ist. Gefühlt hat man das Gefühl, dass hier mal zwei Gleise lagen. Habe ich auch bei Altenburg-Wildau ganz oft dieses Gefühl, dass da mal zwei Gleise lagen. Das müssen sie echt noch anpassen. Ich hoffe, dass man das Update nicht jedes Mal neu installieren muss, wenn die Strecke ein Update bekommt. Aber ich habe ja keine Dateien ersetzt. Das heißt, sprich, es müsste funktionieren. So, wir sind gleich in St. Rudolf. Passt. Dann habe ich es geschafft und bin ich mit der Fahrt hier durch. War eine relativ kurze Fahrt. Ja Leute, wie gesagt, lasst gerne mal eine positive Bewertung da. Wenn euch das hier gefällt, dann mache ich das gern öfters. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns dann in diesem Video wirklich. In dem anderen hört man es leider nicht. Die Tage wieder zu einem neuen Video. Haut rein. Lasst euch nicht anstecken von Corona. Und ganz, ganz wichtig, haltet die scheiß Vorschriften ein. Das ist nur zu eurem Besten. Es ist nicht, weil die Politiker euch ärgern wollen oder die Wissenschaftler, sondern es ist wirklich zu eurem Besten. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich angefangen habe mit YouTube, damit ich mich an die scheiß Vorschriften halte, weil ich habe mich so einsam und isoliert gefühlt. Ich habe gesagt, ja, auf YouTube kann man ein paar Leute erreichen, die seinen Content feiern. Hast ja eh nichts Besseres zu tun, kannst doch Content produzieren. Aber ich kann ja nicht mal zur Schule. Was jetzt kommen, du altes Ding? Jetzt gib mir mal ein bisschen Gas hier. 40 Ampere. Blinky, blinky. In der Originalversion liegt hier nämlich nur ein verrostetes Gleis, was stillgelegt ist. Das müsst ihr nämlich alle wissen. Das heißt jetzt nicht, dass du hier stehen bleiben sollst. Ansonsten jedem, der nebenbei Romantik liebt, kann ich diese Strecke wärmstens empfehlen. Weil hier habt ihr alles. Ihr habt eine Strecke, die von elektrifiziert endet. Also in Wildau, dieses Ende nach Wildau, wie bei Altenburg-Wildau, geht ja hier weiter in der Version. Ja, also ich kann euch das wie gesagt nur empfehlen und findet ihr auf Steam auch neuerdings. Deswegen habe ich sie mir gekauft. Ansonsten hätte ich mir diese Strecke niemals gekauft. Weil ich diese Politik leid bin, dass alle meinen, sie müssen ihre Add-ons auf irgendeiner anderen Seite hochladen. Traktionssperre. Türen auf.
dann würde ich sagen, wir sehen uns die Tage wieder zu einem neuen Video. Ciao!